zusammen. Wir sind's wieder, Anne und Steffi. Und zwar gibt's wieder ein neues Video von uns. Diesmal mit der Überschrift, was wir am liebsten mal tun würden, machen würden, sein würden, etc. Erleben würden. Genau. Ja, das ist unser heutiges Thema. Wir lassen uns was einfallen. Also, ich würde ja unbedingt mal liebend gerne in den Weltraum fliegen. Einfach so mal schwerelos das Ganze mal von oben betrachten und frei sein. Das wäre schon echt geil. In den Weltraum? In den Weltraum. Und irgendwann mal nicht so viel Geld kosten. Weißt du, wann die so lange dauern würde? Du brauchst, weiß ich nie, ein Vierteljahr, bis du da oben bist. Also ich würde ja schon ganz gerne mal so für einen Monat oder so reich sein. Also ich würde einfach mal für einen Monat richtig viel Kohle haben, mir alles kaufen, was ich haben will oder was ich schon immer haben wollte. Nach einem Monat kann das Geld von mir aus wieder weg sein. Also nach einem Monat kann ich wieder das normale Geld haben, was ich sonst habe. Aber die Sachen, die ich mir von dem vielen Geld gekauft habe, behalte ich mir. Also sollen dann noch da sein. Ja, das wäre schon mal so richtig, richtig geil. Also ich träume ja schon, seitdem ich ein ganz kleiner Heini bin, davon irgendwann mal so eine mega Prinzessin-Hochzeit zusammen, so in so einem schönen Schloss mit so einem wunderschönen Tüll, also so brauche ich viel Tüll und so ein riesengroßes Tüll. Also so richtig so ein in so einem riesengroßen Ball, also einfach so voll mal eine Prinzessin machen. Also einmal am Tag eine Prinzessin sein. Also man heiratet immer oder so, denke ich mal. Und da will ich ja schon so eine richtige Prinzessin sein, mit Kutsche oder so einem schönen Oldtimer oder so. Das wäre schon echt schnicke. Könnte ich mir nie vorstellen, ich so als Prinzessin. Oh, no way. Du bist ein Arsch. Mein größter Traum wäre es mal für längere Zeit ins Ausland zu fliegen. Entweder in die UK oder in die USA. Einfach, weil ich diese Sprache, also Englisch, ist jetzt egal, ob amerikanisches Englisch oder britisches Englisch, ich liebe diese Sprache. Ich liebe diese Sprache so sehr. Ich spreche sie total gern. Ich habe auch total gern in der Schule im BSZ Englisch. Ach, diese Sprache ist einfach nur genial. Ich hasse Englisch. Du. Ich mir total immer, also schon total sehr wünschen zwischen ist, dass Mathe irgendwann getötet wird. Also, ich kann kein Mathe. Also ich bin so ein richtiger Mathe-Nichtskönner. Jetzt habe ich heute erst wieder Mathe bei der Bruchrechnung gemerkt. Und ich bring's einfach nicht. Also Mathe ist nicht so meine Liga. Und wenn man irgendwann keine Mathe mehr brauchen würde, wäre das schon so für mich so ein Traum, der in Erfüllung gehen würde. What the fuck is that shit? Also ich würde gern mal den Weltuntergang erleben. 21.12.2012. Knapp 2 Jahre her und wir leben immer noch. Die verdammte fucking Welt ist immer noch da. Ja, die Maya hatten dann doch nicht recht. Nein, wirklich. Ich würde es gerne mal jetzt vielleicht nicht, na irgendwie, in 2 Sichten. Einmal aus Sicht wirklich des Menschen, der dann diesen qualvollen Untergang erlebt. Und einmal so aus Sicht von, ja, keine Ahnung, außen, als Außenstehender. Das klingt jetzt doof, Außenstehender, aber so jemand, der halt im Weltall ist und sieht von oben, wie die Welt halt zerstört wird. Keine Ahnung, wie in dem Film 2012. Ich hab Angst vor einer Zombie-Apokalypse. Ich würde mich, wenn ich wüsste, dass die Zombie-Apokalypse ausbricht, würde ich nicht umdrehen. Dafür habe ich einen guten Tipp. Für euch alle einen guten Tipp. Wenn mal so eine Zombie-Apokalypse, wenn es wirklich mal geben sollte, woran ich zweifle, ein Tipp für euch. Und vor allem für dich, um euer Haus stellt ihr ganz viele Laufbänder. Ums komplette Haus rum, ihr dürft keine Lücke übrig lassen.
solche Laufbänder. Stellt sie so ganz schnell ein, dann kann euch eigentlich nicht passieren. Ich meine, die laufen dann da drauf und schleudern wieder zurück. Aber wenn sie springen können, oder in dem Innenfilm, da können die sich dann durch die Erde buddeln. Die sind ja nicht blöd. Zombies sind dumm. Ja, aber in dumm wie Stroh! In dem Innenfilm können sie sich durch die Erde buddeln! Zombies können nicht springen und sich nicht auch. Nein! Ich bin so ein richtiges Opfer. Ja, 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 danke, danke. Bester Satz des Tages, des Jahres, des Lebens. Du bist ein Opfer. Also mein allergrößter Traum, sage ich jetzt mal, Anna hat schon von geredet, ist es ja mal so einen richtig fetten Paris-Urlaub zu machen. Also richtig so Pariser Kuhn mit allen den Sehenswürdigkeiten, so Eiffelturm und alles. So einmal so mäßig, ne? Einfach so mal so schön, so einen romantischen Urlaub in Paris. Nur ich spreche kein Französisch, also. Voulez-vous coucher avec moi, ce soir? Ich hab keinen Wort verstanden. Bonjour, je m'appelle Anne. Rosé, das ist das Einzige, was ich kann. Das ist eine Farbe. Ich weiß, Rosé. Rosé ist eine Farbe, das ist das Einzige, was ich auch kann. Je t'aime. Nee, stopp. Sag jetzt nicht, du weißt nicht, was das heißt. Ich habe es dir letztens beigebracht, was Je t'aime heißt. Ich liebe dich. Danke! Voulez-vous coucher avec moi? Möchtest du mit mir schlafen? Ce soir, heute Nacht. Kennst du nicht? Voulez-vous coucher avec moi? Ce soir. Voulez-vous coucher avec moi? Lady Marmalade. Doch. Ja, okay. Okay, das war mir zu viel. Je dis oui donc. Also, je m'appelle Anne. Je dis oui donc. Ich heiße Anne. Ich bin 18 Jahre alt. Like das Video für eine Stunde Französischunterricht mit Anne. Französisch, Anne, Anne, Französisch. Läuft. Ein Traum von mir ist es, mal so einen richtigen Partyurlaub in Malle zu machen. Ja, dieser Traum für mich geht nächstes Jahr in Erfüllung. Nein, der geht wirklich für mich nächstes Jahr in Erfüllung. Also ein kleiner, es muss jetzt keine Woche oder zwei Wochen sein, aber so 2, 3, 4 Tage, Party auf Malle, das ist schon was Geiles. Ich bin kein Partymensch. Ja, du trinkst ja auch keinen Alkohol. Ich darf keinen Alkohol trinken. Du verträgst keinen Alkohol. Also, was ich auch schon immer mal machen wollte, also... Ich wollte schon immer mal so eine richtig, also in so einer Villa so eine richtig fette Hausparty schmeißen. Mit so richtig Pool und wo sie alle richtig fett gehen lassen. Wie bei American Pie oder so. Das wollte ich auch gerne mal. So American Pie. American Pie. American Pie in echt, das würde ich gerne mal erleben. Das wäre geil. Ja. Kannst du auch den Teil mit dem Buch der Liebe, also das Buch der Liebe? Ja, das Buch. Ich fand's richtig geil. Der Liebe. 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 So, das war's mit unserem Video. Das waren die Dinge, die wir beide gerne erleben würden, machen würden oder sonst irgendwas. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Schreibt uns in die Kommentare, wie es euch gefallen hat. Und wie gesagt, lasst einen Daumen nach oben da für eine Französischstunde mit Anne. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Auch die Grüße gibt's von mir. Schöne Dinge von mir. Also, bleib wish!